Sie ist tatsächlich gekommen. Opernstar Diana Damrau nimmt sich in Offingen Zeit für ihre Fans und schreibt fleißig Autogramme. Der Andrang vor dem kleinen Kino im 4000-Einwohner-Ort ist an diesem Abend natürlich groß. Ich atme immer auf, wenn ich nach Günzburg komme. Und dann gibt es erstmal einen Kaffee am Marktplatz und dann schaue ich mir alles an und bin froh. Und die Leute kennen mich hier und stürmen aber nicht auf einen ein, sondern man kann Mensch sein. Und da freue ich mich immer. Die Marktgemeinde Offingen liegt nur wenige Kilometer entfernt von ihrem Geburtsort Günzburg. Seit 2011 ist Diana Damrau musikalische Botschafterin des Landkreises. Da ist es natürlich Ehrensache, dass auch Landrat Hubert Hafner im Lichtspielhaus vorbeischaut. Ich habe sie schon erlebt, wo sie noch kein Weltstar war, wo sie noch, sagen wir, ja, in der Musikschule noch gelernt hat. Ja. Und da hat sie uns schon sehr gut gefallen und wir haben das ein bisschen weiterverfolgt. Wir waren zum Beispiel auch letztes Wochenende, letzten Sonntag war es, glaube ich, in Augsburg, wo sie auch ein Konzert gesungen hat. Für einen wohltätigen Zweck waren wir auch drin. Nach einem kurzen Plausch mit ein paar alten Bekannten ist es dann Zeit fürs Kino. Ein Günzburger Filmemacher hat der Sopranistin ein Porträt gewidmet. Dass sie es einmal weit bringen würde, ahnte Werner Flott schon damals. Das konnte ich mir zwar schon vorstellen, aber ich habe da noch nicht dran gedacht. Ich habe zwar zu ihrer Mutter damals schon gesagt, man sieht schon, dass die hat das gar nicht nötig, was sie jetzt da gemacht hat. Die macht ihren Weg schon auch ohne dem. Also das habe ich schon gesehen. Ja. Dass sie natürlich ein Weltstar wird, das so genau kann man das nicht beurteilen. Und der Weltstar Diana Damrau nahm sich an diesem Abend jede Menge Zeit für seine Fans. Die Geschichten aus ihrem Leben überraschten zum Teil genauso wie private Musikvorlieben. Ich gehe liebend gerne in Opern, die ich auch singe, aber auch gerne in Opern, in denen ich in meinem Leben nie eine Rolle singen werde. Aber zu Hause gibt es dann die 80s und Michael Jackson und die Kinder sind gerade voll auf Moonwalk. Also ja, ich denke außer Blasmusik und wirklich Hardcore-Jazz höre ich eigentlich alles. Sogar bis Heavy Metal, aber das nicht mehr so oft. Heavy Metal neben Mozart also, wer hätte das gedacht? Eine Sache spürte das Publikum an diesem Abend aber ganz besonders. Diana Damrau ist zwar weltberühmt, aber mit dem Herzen noch immer in der Heimat.